Ja, einen wunderschönen guten Abend auf der GPN 21. Jetzt hält uns Network Exception einen Vortrag über die Matrix, insbesondere in Deutschland. Er hat mir erzählt, er macht das so, hat das so als Hobby angefangen, weil er das halt ganz interessant findet, souverän im Internet zu kommunizieren, ohne abgehört zu werden. Und wie man das so kennt, es ist dann wohl irgendwie etwas eskaliert. Aber weiter wird er uns jetzt selber erzählen. Ja, dann willkommen zu meinem Talk. Ich werde euch heute etwas über das Matrix-Protokoll erzählen. Dann werde ich euch über die verschiedenen Projekte, wie Matrix in Deutschland angewendet wird, erzählen. Und zum Schluss schauen wir noch ein bisschen auf die digitalpolitische Zukunft und die digitale Souveränität von Deutschland und wie das mit Matrix zusammenhängt. Erstmal kurz, wir werden das Matrix-Protokoll und die technischen Details davon besprechen. Es geht um Politik, es geht um Behörden, es geht ein wenig ums Gesundheitssystem, deswegen auch um Covid-19 und es geht um schulische Einrichtungen. Ich bin Network Exception. Ich mache Dinge mit Open Source, eigentlich nicht wirklich Matrix, aber wie gesagt, privates Projekt. Ich entwickle an dem SerentiOS-Betriebssystem, da gibt es später auch noch einen Talk drüber. Ich maintaine das Angular Chromium Patch Set, um Tracking aus Google Chromium zu entfernen und mache sporadisch auch noch Maintenance für Apple Devices mit dem T2-Security-Chip, um darauf Linux laufen zu lassen. Genau, auf der Matrix-Webseite, auf matrix.org, steht, dass Matrix ein offenes Netzwerk für sichere und dezentrale Kommunikation wäre. Und vielleicht muss man, ich muss kurz ausholen, Kommunikation ist wirklich im weitesten Sinne gefasst. Das heißt, wenn Matrix vielleicht eher so bekannt ist als Chat-Dienst, dann kann man das aber genauso gut auch für VoIP-Signaling, also Konferenzen etc. verwenden. Und eigentlich lassen sich über Matrix beliebige Daten versenden. Die Spezifikation schreibt hier von JSON. Genau. Grundlegend, Matrix ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt Matrix-Server, die föderieren, also die tauschen sich untereinander aus. Das ist eine Full-Mesh-Konfiguration. An diesen Servern hängen dann die Nutzer-Accounts, hier in grün. Eine Nutzerin kann auch mehrere Clients haben. Das heißt, die Matrix-Clients hängen an diesen Servern. Es gibt noch Identity-Servers, das ist zentralisierte Infrastrukturen, eigentlich eher so ein bisschen Legacy, aber naja. Und ein großer Fokus, wo Matrix einen großen Fokus drauf legt, ist das sogenannte Bridging. Das heißt, dass Application-Server Application-Services anbieten können, die dann in andere Netzwerke, proprietäre Chat-Systeme etc. oder komplett andere Anwendungen bridgen können, sodass eben der Content über Matrix weitergeleitet werden kann. Die Föderation in Matrix basiert auf sogenannten Räumen. Das heißt, in einem Raum spielt sich eben das komplette Geschehen ab. Ein Raum ist auch die kleinste Einheit, die synchronisiert werden kann. Das heißt, man hat eben diese Räume. In diesen Räumen werden Events reingesendet. Man unterscheidet grob unter drei Kategorien. Es gibt die State-Events, die verändern den Zustand des Raumes aktiv. Und man kann sich das so vorstellen, wie dass jeder Matrix-Server, der an einem Raum teilnimmt, ein komplettes Git-Clone von diesem State-Events hat. Das heißt, es wird wirklich die komplette History synchronisiert. Nachrichten, die in einen Raum geschrieben werden, also wenn ich jetzt eine Chat-Nachricht eingebe, sind dann normale Events, keine State-Events. Dazu gehören auch sowas wie Like-Reaktionen, zu den State-Events vielleicht noch, also Raum erstellen, Raumnamen ändern, Topic ändern und so weiter. Das verändert den Zustand des Raumes. Nachrichten, die reingeschrieben werden, Reaktionen auf Nachrichten und so weiter, das sind dann normale Events. Die werden auch zwischen allen Servern repliziert, genauso wie die State-Events. Allerdings ist das hier eher so eine Art Shallow-Clone. Also sobald der Server dem Raum beitritt, werden quasi ab dann alle Events empfangen. Und zu guter Letzt noch Medien. Die werden nicht zwischen allen Servern repliziert, sondern es gibt einen zentralen Server oder einen Server, wo die Mediendatei hochgeladen wurde und diese Datei wird dann von den anderen Servern höchstens gecached. Aber es gibt quasi einen zentralen Ort. Genau. Dieses Konzept erlaubt es eben, dass wenn jeder Server eine komplette Kopie oder eine Teilkopie, je nachdem, welche Datentypen man versenden möchte, des Raums hat, dass es keinen Single Point of Failure und auch keinen Single Point of Control gibt. Und um das zu erreichen, benutzt Matrix intern einen sogenannten Directed Acyclic Graph, ungefähr so. Das erlaubt einfach, dass die Events aufeinander verlinken können und dass man keine
also dass wenn ein Server down geht, also offline wird und sich später wieder zum Netzwerk hinzufügt, dass es einfach seamless passieren kann, dass es quasi kein Konflikt ist, wenn zwei dezentrale Server gleichzeitig behaupten, eine Nachricht gesendet zu haben, sondern der Graph erlaubt es dann einfach, ein Branch aufzuhaben und später wieder ein Merge oder ein über, also der State kann wieder resolved werden und so ist das kein Konflikt im Netzwerk. Das Ganze ist dann auch eventual consistent, das heißt, man kann auf einem Matrix-Server sein, der gar nicht online ist oder mit den anderen sprechen kann, und erst später synchronisiert sich dieser Raum wieder. Das Matrix-Ökosystem sieht ungefähr so aus, alles was in grün ist, wird von der Matrix Foundation veröffentlicht. Die maintaint einmal die Spezifikation, die eben beschreibt, wie Server untereinander, welche APIs Server haben, um untereinander Nachrichten auszutauschen, aber auch wie Clients mit den Servern sprechen können. Auf der Serverseite haben wir die Implementation Synapse, das ist so das Production-Ready Workhorse in Python geschrieben, ist eigentlich erste Generation und eigentlich sollte Dendroid, die zweite Generation Go-Server, das übernehmen, aber die Go-Implementation fokussiert sich jetzt eher auf Embedded Use Cases, also so in ein Matrix-Server in einer App auf dem Handy. Das heißt, Synapse ist eben eigentlich das, mit dem die meisten Nutzerinnen und Nutzer im Matrix-Universum auf der Serverseite interagieren werden, also die Clients interagieren mit dem. Es gibt auch noch Community-Implementationen für Server, da ist vielleicht Conduit bemerkenswert, ist in Rust geschrieben, aber auch nicht wirklich production-ready. Auf der anderen Seite haben wir dann die SDKs, die erlauben es, den Clients mit dem Server über die Client-Server-API zu interagieren. Und diese SDKs implementieren dann zum Beispiel auch die Verschlüsselung. Da gibt es von der Matrix Foundation diverse für Web, Direct und JS-SDK, für Android und iOS entsprechende SDKs. Und es gibt eine neue Cross-Plattform-SDK, die sogenannte Rust-SDK, die auch von der neuen Generation Element-Clients verwendet wird und auch eine Kryptographie-Implementierung in Rust hat, was sehr nett ist. Und von der Community kommen auch diverse Libraries, eigentlich für jede Sprache, jede gängige Sprache gibt es eine Library, das ist die Kotlin Library, glaube ich, finde ich erwähnenswert persönlich. Und auf diesen Libraries basierend gibt es dann die Clients. Und da ist Element wirklich, also Element ist nicht die Matrix Foundation, aber es kommt von der Firma Element sponsert halt viel Entwicklung, ist von den gleichen Leuten, die auch das Protokoll gegründet haben, die Foundation. Und da gibt es Desktop-Clients, Android, iOS, es gibt diese neuen X-Clients, wie gesagt, und es gibt auch Clients, die für spezielle Anwendungen sind, wie den Element-Call-Client, der halt zwar ein kompletter Matrix-Client ist, aber eher den Conferencing-Use-Case abdeckt und nicht ein Chat-Client ist. Und von der Community gibt es auch diverse Clients wie Neko, Cine, FluffyChat oder Fractal in verschiedenen Sprachen und für verschiedene Plattformen. Und ich möchte das Eingangsstatement von der Webseite vielleicht etwas rephrasen. Und zwar ist Matrix eigentlich eher so eine letztlich konsistente, wie gesagt, das macht dieser Graph, verteilte Echtzeitdatenbank, weil das Protokoll tatsächlich die Nachrichten speichert und im Protokoll werden die Daten gespeichert. Also eigentlich eher eine Datenbank und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kriegen wir noch kostenlos dazu, weil die Client-Libraries das eben implementieren. Und mit diesem Wissen können wir uns jetzt mal verschiedene Projekte angucken, die es in Deutschland so gibt. Und ich glaube, dass eigentlich eines der ersten Projekte und so ein bisschen das Vorzeigeprojekt vielleicht in dem Sinne ist der BW Messenger, das steht für Bundeswehr. Die haben sich Element gekrallt und also den Open Source Element Client und betreiben den mit ein paar Matrix-Servern auf ihrer eigenen Infrastruktur. Da gibt es dann keine wirkliche Föderation, weil die Bundeswehr möchte nicht mit jemand anders sprechen. Und die haben eigentlich nur so ein paar Dinge geändert, wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist standardmäßig an, aber das ist halt eigentlich auch nur eine Einstellung für den Raum, der erstellt wird. Sie haben sich noch ein paar Dinge ausgedacht, wie wir wollen ja einen Virenscanner haben. Das heißt, beim Upload wird dann der Verschlüsselungskey für die Message oder für den Anhang hochgeladen, mein temporär entschlüsselt. Und dann kann die Nachricht tatsächlich gesendet werden. Naja, Enterprise halt. Die App gibt es auch in allen App-Stores ganz normal runterzuladen, sogar im Huawei-App-Store, das finde ich etwas, naja. Auf ihrer Webseite schreiben sie, dass sie ja deaktiviert hätten, dass man den Namen, seinen eigenen Nutzernamen ändern kann, weil sie nicht wollen, dass viele Leute Bill Gates oder Captain Future heißen. Das fand ich dann irgendwie etwas, naja. Diese ganze App kann tatsächlich auch für Verschlusssachen für den Dienstgebrauch verwendet werden. Also sie nehmen das ganz schön ernst
Und das ist eben eines der wenigen Projekte oder glaube ich sogar mehr oder weniger das einzige Projekt, was jetzt schon im Produktivbetrieb läuft, eingesetzt wird und wahrscheinlich funktioniert. Über Deutschland und Matrix zu reden, geht nicht ohne auch Frankreich zu erwähnen. Weil Frankreich haben schon auch vor einigen Jahren eben Element und Matrix als Standard für ihre komplette Innerregierungskommunikations adaptiert. Das heißt, daher kommt auch diesen Virenscanner, glaube ich, ursprünglich. Es ist quasi, sie haben unter den Behörden diese Föderation genutzt, um quasi intern einfach pro Behörde einen Server zu haben und dann damit untereinander kommunizieren zu können. Das Ganze ist auch sinnvoll, um andere Firmen vielleicht im Public-Sektor, die irgendwie Zubringer sind oder so, einzubinden. Dann ist das auch relativ verbreitet in Frankreich. Und sie haben eine eigene App entwickelt, die dann Matrix spricht. Und 2019 meinte unser Bundesdatenschutzbeauftragter, dass das eigentlich auch mal eine ganz coole Idee wäre für Deutschland. Und zwar könnten wir ja in Kooperation mit Frankreich einen datenschutzfreundlichen Messenger-Dienst aufbauen oder vielleicht sogar das Ganze als gesamteuropäische Lösung zu etablieren. Und auch die Bundesregierung findet einen solchen Weg gut. Das Bundesinnenministerium meint, ein solcher Messenger sei ja sinnvoll. Und daraus entstanden ist aktuell in einer Beta der Bundesmessenger. Kommt vom gleichen Laden, von der Bundeswehr Informatik. Die haben den BW-Messenger genommen und das Ganze Open Source gestellt. Das heißt, es gibt immerhin Commits pro Feature, nicht pro Release, aber es ist halt, naja, kein wirkliches Open Source Projekt. Das liegt auch auf so einer lustigen GitLab-Instanz, wo ich mich nicht registrieren kann und meinen Klarnamen eingeben muss. Das Ganze ist dann für die Behörden self-hostable. Das heißt, die BWI bietet Container-Images an für eigentlich ein repackagedes Synapse und meinen, das müsste man unbedingt deployen, aber letzten Endes geht jeder Matrix-Server mehr oder weniger eigentlich. Sie haben im Client etwas rumgespielt und entsprechend kommt auch am Ende, also da das Ganze wieder auf Element basiert, ist es am Ende eigentlich nur noch ein bisschen Element plus Branding und ein paar Features wie diesen Virenscanner. Ganz interessant hierbei ist vielleicht, dass eben aktuell auch die Föderation der Home-Server so meines Wissens nach nicht wirklich eingeschränkt ist. Da müssten Sie sich wahrscheinlich dann nochmal ein Konzept überlegen, wie Behörden untereinander sprechen sollen und nicht ich mit meinem Matrix-Server mit irgendeiner Behörde, auch wenn ich das sehr cool fände. Die BWI targetet auch oder hat wirklich interessante Pläne für die Zukunft, neue Verschlüsselungsalgorithmen, darüber werde ich auch noch ein bisschen reden vielleicht, und auf Element-Call-basierte Videoanrufe. Also sie scheinen dieses Matrix-Thema relativ ernst zu nehmen tatsächlich. Auch für Kommunikation von Behörden zu den Bürgerinnen und Bürgern gibt es Pläne, Dinge auf Matrix umzusetzen. Das ist jetzt eher ein Konzept. Die FITCO, Föderale IT-Kooperation und Zentrale Koordinierungsstelle für Digitalisierungsvorhaben in der öffentlichen Verwaltung und irgendein Planungsrat, Gremium, wie auch immer, haben sich überlegt, man könnte Matrix als Grundstein dafür benutzen, um die Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern mit der Behörde wieder zu synken. Also ich als Behörde kann dann irgendwie eingeben, ich brauche Feedback, irgendwie Auswahlmöglichkeiten in der App oder so, oder der Antrag ist fertig bearbeitet und dann kriege ich halt über Matrix als Bürgerin eine Push-Notification. Das Ganze soll dann die Bund-ID benutzen. Das ist vielleicht auch mal ein sinnvoller Anwendungsfall für dieses Ding. Das heißt dann Bund-ID-Postfach im Webinterface. Das heißt, da müsste dann der Matrix-Client im Webinterface laufen. Auch interessant, einen ganzen Matrix-Client in der Bund-ID-Web-App mitzuschippen. Aber wie gesagt, ein Konzeptstadium. Auch verschiedene Landesregierungen haben sich Dinge auf Matrix überlegt. Zum Beispiel möchte Hessen ihr Skype for Business ersetzen, Hessen Connect 1.0 und machen Hessen Connect 2.0. Und das soll Matrix verwenden, aber auch Jitsi verwenden. Und dann frage ich mich so, okay, haben die von Element Call noch nichts gehört? Weil Jitsi ist zwar wirklich ein cooles Tool, aber Jitsi benutzt intern für Signal XMPP. Und da gibt es jetzt vielleicht so einen leichten, naja, kein Konflikt, aber Matrix und XMPP sind halt unterschiedliche Protokolle, einfach vom Denkansatz her. Das eine ist Message Passing, das andere ist State Syncing. Ne? Also irgendwie eine unschöne Lösung, aber man findet auch nicht viel Information dazu, was sie eigentlich machen wollen. Da steht in den Pressemitteilungen viel von Open Source und Cloud und anderen Buzzwords.
der wichtig klingende Name Projekt Phoenix, den gibt es dann in Schleswig-Holstein. Das ist einfach nur, Schleswig-Holstein möchte von Microsoft weg und braucht halt eine volle Suite mit Office, Kram, Mail, Nextcloud und halt auch Matrix. Gibt es leider nicht so viele interessante Dinge zu sagen. Und NRW hat für ihre Schulen jetzt schon einen Matrix-Messenger etabliert. Wahrscheinlich eher so in der Corona-Pandemie entstanden, für Kommunikation im Unterricht. Da gibt es dann, kann man mal schön in der Suchmaschine eingeben, welche Element-Instanzen es alles auf dieser Domain gibt. Letzten Endes gibt es dann OAuth vor und man kann nicht viel machen, aber ich finde es ganz nett. Und auf ihrer Webseite schreiben sie, dass einer der Vorteile dieser Lösung ist, dass man das restliche Schulmanagementsystem nicht, die Plattform nicht benutzen muss. Das finde ich schön. Die scheinen anscheinend sehr viel von ihrer eigenen Schulplattform zu halten. Im Gesundheitssystem, habe ich auch schon angesprochen, ist Matrix auch sehr interessant. 2021 wurde das DVPMG, Digitale Versorgungspflege Modernisierungsgesetz, entworfen von der damaligen Regierung mit dem Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn. Und wahrscheinlich war das so eine Reaktion, okay, wir müssen jetzt irgendwie tatsächlich mal Dinge digitalisieren, weil Covid und so weiter. Dieses Gesetz fokussiert sich auch hauptsächlich darauf, wie Telemedizin-Anwendungen benutzt werden können und wie die rechtlich und so weiter. Leider auch im Bundestag wurde nichts zu diesem Messenger gesagt, aber es steht da drin als Paragraph 312 Sozialgesetzbuch 5 Punkt 4, dass die Gesellschaft für Telematik, das ist so ein ganzer Absatz mit Aufträgen, einen Sofortnachrichtendienst entwickeln soll. Und das haben die auch gemacht. Oder zumindest haben sie es spezifiziert und daraus ist der TI-Messenger entstanden. Ich stehe dem etwas, ich habe mal die ganze Spezifikation durchgelesen. Das sind mehrere hundert Seiten schönstes Behörden-PDF-Sprech mit deutschem RFC 119. Das Ganze ist auch ein bisschen überspezifiziert und nicht wirklich eine offene Spezifikation. Und letzten Endes benutzen die Matrix einfach nur, um ein Marktmodell durchzusetzen. Also sie haben halt sollen das verschiedene Anbieter Apps anbieten können, die ein TI-Messenger sind und dann können die halt untereinander sprechen. Dafür wird Matrix verwendet. Das Ganze benutzt eine lustige, geschlossene Föderation mit Gateways und Algorithmen, die checken sollen. Und das Ganze hat komische Benutzerrollen pro Server, die voreingestellt sind, komische eben Föderationsregeln und auch welche Nutzer, welche anderen Nutzerinnen einladen können und so weiter, ist irgendwie sehr weird. Da kommt es darauf an, ob die Person einen elektronischen Heilberufsausweis hat. Sie haben ein paar Dinge erweitert an der Matrix-Spezifikation, tatsächlich richtig erweitert, wie die Spezifikation das auch vorsieht und nicht nur einfach den Kram nochmal spezifiziert und dann die Hälfte vergessen. Zum Beispiel, dass einer Patientin, einem Patient ein Raum zugeordnet werden kann. Vielleicht ganz nützlich. Der elektronische Heilberufsausweis, wer sich an vielleicht eine Kongresspräsentation erinnert, ist vielleicht auch nicht gerade die beste Idee, als Basis für sichere Kommunikation zu verwenden, zumindest für Login und Authentication, diverse Dinge, aber es ist halt etwas unsicher, aber so. Ein weiteres, finde ich, spannendes Projekt ist das hier, Messenger 116117. Das ist effektiv die Idee, dass man Matrix ja für die Synchronisation von Fällen zwischen verschiedenen Einsatzleitsystemen in Leitstellen verwenden kann. Da ist dann die Idee, dass jede Leitstelle einen Home-Server hat und dann die Clients untereinander oder jedes Einsatzleitsystem ein Client ist. Da frage ich mich dann auch, warum, eine Leitstelle hat wahrscheinlich nicht verschiedene Einsatzleitsysteme, das ist etwas ineffizient und dann ein Client pro Home-Server dafür, okay. Aber dafür, da wird man halt auch wieder die Verschlüsselung des Protokolls irgendwie verwenden, um das halt zu synchronisieren. So, eigentlich sind wir jetzt schon bei der Zukunftsmusik angekommen. Die EU hat sich vor ein paar Jahren mal überlegt, wir finden das eigentlich gar nicht so cool, dass Gatekeeper-Firmen, riesige Tech-Unternehmen den kompletten Markt kontrollieren und mit Network-Effects einfach die Nutzerinnen einfangen und dann können die nicht mal da raus. Das heißt, die haben sich eine Richtlinie überlegt, den sogenannten Digital Markets Act, der tolle Dinge bringt, wie zum Beispiel, dass jeder App-Stores, Third-Party-App-Stores auf ihren Geräten installieren dürfen kann soll, aber auch, dass Messenger-Dienste interoperabel sein müssen. Zumindest können kleine Firmen zum Gatekeeper gehen und sagen, hey, wir wollen mit euch interoperabel sprechen. Und um das umzusetzen, sollte man vielleicht
sich anfangs überlegen, wie man das Ganze interoperabel aufbaut, weil wenn dann jemand ankommt und klopft und sagt, ihr habt 30 Tage, um das umzusetzen, wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Die Internet Engineering Task Force hat sich auch dazu Gedanken gemacht und inzwischen endlich ist tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durch die standardisiert worden. Also bisher ist Signal so, sag ich mal, mehr oder weniger das Protokoll dahinter, der Goldstandard für Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation oder ich meine ein Double-Ratchet-Protokoll, wirklich der Goldstandard. Und das IETF hat sich eben hingesetzt und hat einen neuen Standard entwickelt, der in einigen Teilen effizienter ist und den auch durchgebracht und das ist jetzt ein Standard. Und nur darauf kann man basierend tatsächlich anfangen, überhaupt über interoperable verschlüsselte Kommunikation nachzudenken. Und eben genau das möchte die EU, also keine Verschlüsselung aufbrechen, sondern die gleichen Sicherheitsstandards beibehalten. Ohne dass die Apps das gleiche Verschlüsselungsprotokoll sprechen, ist das gar nicht denkbar. Das IETF arbeitet auch tatsächlich an dem Messaging-Format und was darüber gesendet wird. Dafür gibt es die MIMI, MOM Instant Messaging Interoperability Working Group, bei denen. Und Matrix ist auch ganz vorne mit dabei. Also der Travis Ralston, einer der Matrix-Entwickler, hat verschiedene Spezifikationen zu dem Transport, dem Föderationssystem von Matrix, zu dem Nachrichtenformat von Matrix. Und auch Linear Arrays Matrix, das ist ein Ansatz, wie kleine Firmen, die eben Gatekeeper Access anfordern, nicht dieses komplette Graphmodell implementieren müssen, sondern eine lineare History haben. Es soll es einfacher zu implementieren machen. Also Matrix schickt sich an, quasi auch IETF-Standard zu werden. Ob das tatsächlich funktioniert, ist mal dahingestellt. Dann gibt es noch interessante Entwicklungen, so sehr Sci-Fi-Dinge. Man könnte einen Matrix-Server tatsächlich auch in einen Matrix-Client packen. Was ich damit meine, ist keine zentralisierte Infrastruktur, nicht mal föderierte Infrastruktur, also einfach die Daten liegen nur auf den Endgeräten und dann gibt es natürlich Probleme wie, okay, wenn ich jetzt nicht in einem Datencenter bin und keine statische IP habe, wie mache ich dann DNS? Und die Antwort ist erstmal gar nicht, sondern es werden KeyPairs benutzt. Es gibt da verschiedene Ansätze, Tests mit Libp2Peer, Yggdrasil und inzwischen ist das Ganze bei einem eigens entwickelten Protokoll namens Pinecone angekommen. Das hat noch riesige Probleme mit Skalierbarkeit, Metadata Resilience, das ist ein Parallelnetzwerk zum aktuellen Matrix, das ist nur zum Testen und idealerweise könnte sowas dann verwendet werden, um im WLAN zum Beispiel einfach mit anderen Nutzerinnen und Nutzern Matrix zu sprechen, ohne dass man dafür ins Internet gehen muss. Und das könnte natürlich wirklich interessante Anwendungsfälle haben für Notfallkommunikation, für Behörden, oder eben das Militär auch von mir aus. Und dann gibt es noch ein lustiges Projekt, wie man Matrix von irgendwie 10 Minuten bei 100 Bit pro Sekunde auf 8 Sekunden runterbringt, eine Matrix-Nachricht mit einem eigenen Protokoll für den Kommunikationsaustausch auf CoAP, CBOR und Noise anstatt TLS. Das war auch eher so ein Experiment, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, es gibt wirklich interessante Entwicklungen, auch wie man Matrix weiterbringt von dieser Infrastruktur zu einem System, was noch mehr in mehr Fällen angewendet werden kann. Dann eigentlich schon zum Fazit. Also Deutschland hat mit Matrix tatsächlich mal eine reelle Chance auf eigene Infrastruktur. Und ich meine nicht Fax. Es fehlt etwas an einem Gesamtkonzept vielleicht. Also wir haben jetzt hier verschiedene Systeme besprochen. Der Bundesmessenger ist wahrscheinlich wirklich das Präsenteste oder das, was jetzt am meisten, sag ich mal, interessant ist für so eben alle können sich untereinander austauschen über Matrix und nicht mehr E-Mail und Verschlüsselung und so weiter. Aber es gibt mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze hat eine Critical Mass und dann sprechen alle Bundesmessenger oder halt Matrix. Und das wird halt dann der E-Mail-Ersatz für Deutschland intern. Oder es wird halt wieder zersplitterte Systeme und wir haben halt eigentlich kein Gesamtkonzept. Das Ganze eben, es fehlt vielleicht an Initiative durch den Bund. Ich finde ja, Föderalismus kann funktionieren, wenn wir von mir aus die Infrastruktur bei jeder Behörde selber laufen lassen haben, dann kann das Admin-Team sich um die Infrastruktur kümmern. Dann haben wir immer noch Föderalismus. Aber nicht jede Behörde sollte ihren eigenen Messenger entwickeln oder ihr eigenes Haltungssystem für die Bürgerinnen und Bürger. Da braucht es wirklich Initiative durch den Bund, um Open-Source-Lösungen zu fördern, die dann jeder benutzen kann.
Auch ein weiterer Punkt wurde ja vorhin schon vom Bundesdatenschutzbeauftragten angesprochen. Die europäische, also von europäischer Ebene könnte eigentlich genauso gut eine Initiative kommen. Und Matrix ist hier vielleicht sogar tatsächlich ein sinnvolles Beispiel für europäische Software. Ich höre immer wieder, wir brauchen ja KI made in Europe und greife mir in den Kopf und frage mich, was das eigentlich bedeutet, weil was bringt uns das? Aber wenn wir tatsächlich eigene Infrastruktur für unsere Messenger haben oder Social Media Netzwerke, dann wäre das doch mal tatsächlich ein sinnvolles Beispiel für European Software, auch wenn jetzt Matrix aus der UK kommt. Oder das Hauptstudio. Genau, und da gibt es aber auch schon, also nochmal, verdammt, jetzt Reihenfolge, ja, durch den Bund gibt es schon tatsächlich ja Initiativen, Sovereign Tech Fund, die solche Open-Source-Entwicklungen stärken, aber wir brauchen halt eben mehr und vielleicht sogar auf EU-Ebene und so weiter. Ein weiteres riesiges Problem, was ich an dem ganzen Kram finde, ist jetzt benutzen wir alle Matrix und haben schön Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf der Kiste stehen, aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung alleine reicht nicht, weil es gibt keine Public-Key-Infrastruktur. Also ich kann nicht verifizieren, ob ich tatsächlich mit der anderen Person spreche. Da braucht es wirklich Systeme, die das über von mir als zentrale Registries oder wie auch immer, weil ich möchte, also ich werde nicht zu meinem Amt rennen und deren QR-Code scannen, wer Matrix benutzt. Kennt das vielleicht, damit überprüft man halt die Schlüssel. Da braucht es Ansätze, weil sonst haben wir genau das gleiche System wie jetzt. Wir haben unverschlüsselte Kommunikation oder beziehungsweise wir haben verschlüsselte Kommunikation, aber die kann einfach aufgebrochen werden, wenn halt nicht mehr verifiziert werden kann, dass die Person, also wenn einfach Man-in-the-Middle-Attacks ausgeführt werden können. Und das ist halt wirklich ein Manko, was eigentlich alle Projekte jetzt hier, die ich genannt habe, betrifft. Die haben alle kein Konzept dafür. Und das ist vor allen Dingen, also bei Gesundheitsdaten finde ich das schon echt schwierig. Dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir keinen Vendor-Logins bei Clients bekommen. Der Bundesmessenger zum Beispiel hat eine Hash-Whitelist, was Server betrifft, auf die er zugreifen kann. Das ist jetzt nur irgendwie, dass nicht ich mich mit meinem Bundesmessenger auf meinen Home-Server anmelde, wobei ich das auch cool fände. Also wir müssen aufpassen, dass Matrix immer noch ein offenes Protokoll bleibt. Und ich finde, es fehlt auch so ein bisschen an strukturierten Matrix-Messenger. Ich mag E-Mail-Clients eigentlich ganz gerne. Ich kann da drin Nachrichten sortieren. Das fehlt mir bei Matrix etwas. Dann zum Schluss, die Matrix Foundation braucht Spenden, sie bittet um Spenden, sie veröffentlicht diese ganzen Implementierungen und die Spezifikationen und alles, was ihr da gesehen habt. Und wenn das halt so weitergeht wie jetzt, dann benutzen einfach große Firmen, Regierungen einfach den Kram, ist ja Apache 2, benutzen das einfach und contributen nicht zurück und am Ende stirbt das Ganze, weil kein Geld mehr da. Das wäre wirklich schade. Also wenn es geht, wenn eure Organisation Matrix benutzt, eure Regierung Matrix benutzt, dann schreibt die an und lasst die den Kram finanzieren. Wenn Dinge kaputt sind, öffnet Issues. Mir wird das immer wieder gesagt, wenn euer Matrix-Client kaputt ist, öffnet ein Issue. Betreibt eigene Server, hackt an Bridges und Bots, am Protokoll, wie auch immer. Und wenn ihr Kommunikation macht, dann baut sie vielleicht auf Matrix auf. Das ist ganz gut. Und don't reinvent the wheel. Dann schaut noch vielleicht bei matrix.org vorbei. Leute von Sovereign Tech Fund haben, wie gesagt, finanzieren wirklich coole Projekte. Unter anderem OpenMLS, eine Rust-Implementierung von MLS. Ah, da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen, verdammt. ITF-Standard, genau, MLS. Medienhaus.dev machen wirklich coole Dinge mit Matrix, crazy stuff. Attribute.org ist ein Projekt von denen. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Dinge mit Matrix, dieses neue Encryption-Protokoll vom ITF oder das Peer-to-Peer-Kram geht, dann gibt es diese beiden Webseiten, arwe-peer-to-peer-jet und arwe-mls-jet.com. Und wie immer, misstraut Autoritäten. Guckt, was eure Regierung macht, guckt, was ihr mit eurem Geld macht, guckt, was ihr mit euren Daten macht. Verschlüsselt die Daten am besten, weil dann können die Autoritäten nicht reingucken. Fordert Dezentralisierung. Danke sehr. Ich fange einfach mal hinten an. Oh, wir haben schön viel Zeit. Und dann wird es eine kleine Lauferei. Da habe ich mich ja wirklich beeilt. Weißt du, welche Algorithmen zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung letzten Endes verwendet werden und ob es auch schon welche gibt, beziehungsweise welche in Planung sind, die nicht auf den diskreten Logarithmus oder Primfaktorzerlegung basieren, weil Regierungen und Autoritäten werden vermutlich die ersten sein, die dann Quantencomputer zur Verfügung haben werden? Ja, aktuell natürlich nicht Post-Quantum-Secure-Kram, also ED25519 und so weiter.
Tatsächlich in der Bundesmessenger README steht drin, dass sie Quantum Secure Algorithms sich angucken wollen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man bei MLS die Cypher Suite austauschen, bei MacOlm, Olm, was aktuell Matrix benutzt, wahrscheinlich nicht so einfach. Ist mehr gehardcoded, ich weiß nicht, was die Spezifikation von MLS daher gibt. Es gibt auch einen NATO-Messenger, der auf Matrix basiert, die wollten sich das auch mal angucken. Aber es gibt noch nichts Konkretes in dem Sinne. Weiter geht's. Noch hier hinten. Also ist tatsächlich Matrix geeignet genug für eine Regierung, was mit dem Metadaten betrifft oder so? Also wenn ein Server komprimiert wird oder so von einer bestimmten Behörde oder so, wenn wir annehmen, dass jedes Bundesland eine verschiedene Server macht oder so, was würde ich einfach sagen? Kannst du nochmal wiederholen? Soll ich das nochmal fragen? Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es leider wirklich akustisch nicht verstanden. Stell dir vor, es gibt also jedes Bundesland oder sehr viele Behörden, ja, betreiben ihr eigenes Matrix-Server, ja, und die alle mehr kommunizieren miteinander. Ja. Aber ein Server wird gehackt und dann gibt es quasi Kopien. Okay. Also, naja, also grundsätzlich eben, deswegen gibt es ja Ende-zu-Ende verschlüsselte Matrix-Kommunikation, weil es ist natürlich ein ziemlich großes Privacy-Problem, wenn man einfach alle Nachrichten überall hin repliziert. Das eben ist halt ein Trade-off zwischen eben Privatsphäre und einem resilienten und dezentralen System. Das heißt, im Idealfall würde das höchstens Metadaten liegen, wer mit wem spricht, aber halt nicht den Inhalt der Nachricht. Dafür eben ist es ja Ende zu Ende verschlüsselt, also die Verschlüsselung ist im Client. Wenn ein Server gehackt wird, kann der Server theoretisch Nachrichten von dessen Nutzern natürlich veröffentlichen, schreiben. Allerdings auch da, die Schlüssel liegen auf den Clients, also sollte eigentlich nichts passieren. Aber genau eben darum muss man sich halt kümmern, dass die Verschlüsselung verifiziert ist, weil tatsächlich, also ein Angriffsvektor ist eben, dass ein Server ein neues Gerät hinzufügt von mir und dann fangen andere Leute an, auch an dieses Gerät zu verschlüsseln. Und eigentlich ist dieses Gerät ein Angreifer, weil der Server eben Autorität darüber hat, welche Geräte ich habe, weil so einfach das Protokoll funktioniert. Aber grundsätzlich ist das kein, also wenn es ordentlich implementiert ist, ist es kein Problem. Genauso, also ja, idealerweise ist es kein Problem. Ich vermute mal Konzepte dazu, ob jetzt so eine Bundes Chat mit irgendwie der Hessen-Matrix oder so kommunizieren kann, das existiert wahrscheinlich nicht oder ist nicht bekannt. Genau das ist ja eben das Ding. Also es gibt da kein Konzept für. Grundsätzlich können die sprechen, weil sie bauen ja auf der gleichen einen Spezifikation auf, die jeder implementiert, theoretisch. Jeder richtig implementiert, noch mehr theoretisch. Aber wenn jeder jetzt, sag ich mal, den tatsächlich Synapse benutzt, was auch sinnvoll ist, weil, also ich glaube nicht, dass die Bundesregierung ihren eigenen Matrix-Server entwickeln will. Das ist schon ziemlich viel Aufwand. Dann können die untereinander sprechen, aber es kommt dann eher so auf eben die sozialen Contracts an zwischen, okay, wollen wir mit denen sprechen, welche Regeln haben wir zum mit denen sprechen, welche Regeln haben wir, also da werden wahrscheinlich dann auch irgendwie die Rechtsabteilung den Leuten aufs Dach steigen, wenn sie anfangen mit irgendwelchen Leuten zu föderieren, wobei, ich meine, ehrlich gesagt, bei E-Mail ist das ja genauso, also muss man sich auch irgendwie überlegen, können wir E-Mail an Gmail schicken. Das scheint aktuell keinen wirklich zu interessieren, aber ich kann mir vorstellen, dass bei Matrix dann nochmal genauer hingeschaut wird. Also es geht eben eher darum, wie reguliert man sowas und nicht, ob es technisch möglich ist. Aber es gibt kein Konzept dazu leider. Wie hoch ist die Priorität vom offiziellen Matrix-Projekt aus, den Server in Rust umzuschreiben? Denn ich halte es nicht für sinnvoll, wenn kritische Infrastruktur mit Python läuft. Man braucht vor allem Safety und Performance und da ist Go nicht die Lösung, sondern eher Rust. Gibt es da irgendwas Offizielles? Also wie gesagt, der Conduit Home Server ist, der in Rust geschrieben ist, ist ein Community-Projekt. Es gibt Komponenten im Synapse Home Server, die in Rust geschrieben sind. Aber das ist eher eine Abwägung zwischen, also die Motivation ist dafür eher, wir brauchen auf diesen Hotpaths schnellere, bessere Performance. Ich
ich habe mit Leuten geredet, die das implementieren und so weiter. Also die lernen jetzt überall Rust. Und aber ich meine, das sind ja Python-Entwickler. Also es ist halt, es wird nicht jetzt direkt, die Foundation wird sich nicht als Ziel setzen, jetzt sofort alles in Rust neu zu schreiben. Dafür ist das Ding halt viel zu groß. Und ich meine, es hat ja schon mit der Go-Implementierung nicht geklappt. Obwohl die schon seit Jahren existiert. Also ich glaube, seit eigentlich vor dem 1.0-Release von Matrix war die Überlegung, okay, Go, die Go-Implementation wird dann irgendwann das Python-Ding ersetzen. Das war ja nur Testbed, das haben wir ja schnell zusammengehackt. Aber inzwischen ist das halt so gut optimiert und so gut dann halt oder so Production ready und halt auch Legacy, weil muss ja überall laufen können, dass es schwer ist zu ersetzen. Im Client ist das eine andere Sache. Da ist halt das riesige Problem, dass mehrere SDKs für verschiedene Plattformen zu maintainen extrem aufwendig ist und es einfach einfacher ist, eine SDK zu schreiben, die dann alle über Bindings benutzen können. Aber wie gesagt, keine wirklichen Pläne, glaube ich. Leider muss ich nachdem sagen. Matrix ja mehr so sehr dezentral ist, wäre es dann nicht vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie in den Bundesmessenger irgendwie so einen Knoten einzuschleusen, der dann vielleicht doch föderiert? Ja, naja, wenn ein Knoten da ist, der föderiert, dann ist das halt, dann föderiert das, also beziehungsweise, nein, dann, da Matrix ein Full-Mesh-Protokoll ist, wird das dann erstmal nicht nach außen schön föderieren. Man bräuchte dann irgendwie eine Art Bridging. Aber solche Gateways, um eben mit dem wider Matrix-Ökosystem, mit dem großen Netzwerk zu föderieren, haben wohl auch schon andere, also hat Frankreich wohl auch schon geplant. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das umgesetzt wurde. Und idealerweise hätten wir natürlich am Ende sowas auch eben für vielleicht Zulieferer, die jetzt aktuell Mail benutzen. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, eigentlich, ich finde so Geschäftskommunikation eigentlich eben das Look and Feel von Mail dafür angenehmer. Vielleicht ein schöneres Protokoll als SMTP. Aber ist wie gesagt schwierig, nach außen zu föderieren. Das, wie auch eben schon gesagt, das kommt dann eher auf, okay, wir brauchen die Bestimmungen dafür, wie das funktionieren kann. So, hallo. Du hast vorher gemeint, dass der Bund die Initiative ein bisschen ergreifen sollte, damit auch die Bundesländer nicht immer alles ihre eigenes Süppchen da kochen. Ja. Dann meine Frage, hast du ein bisschen Einblicke, wie wenigstens die Bundesbehörden untereinander agieren? Weil ich bin gerade zum Beispiel auf Projekten bei einer Nürnberger Bundesbehörde. Und die hängen sehr an ihrem Skype for Business und wollen eher zu Teams migrieren, um eine Deutschland-Cloud als Matrix einzusetzen. Ja, ich fürchte, also, ja, das ist natürlich auch noch so eine Can of Worms. Also, ich fürchte, also, ich meine, wenn jetzt wirklich dieser Bundesmessenger kommt und das überall eingesetzt werden können soll, also, ich denke, es ist auch für Bundesbehörden genauso wie für jegliche Behörden. Letzten Endes sagen die nur, installiert das mal und wir whitelisten euch und dann könnt ihr einfach machen. Das gibt auch kein irgendwie Format für Domains oder sowas. Ich meine, da hat jeder eh eine eigene, das meine ich ja mit, es fehlt das Gesamtkonzept. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und föderiert dann irgendwie. Hoffentlich, vielleicht so wie bei Mail, dann irgendwann, dass es bei allen funktioniert und alle müssen es haben. Aber dann muss man halt auch sagen, also für Videokonferenzen, es kann Matrix aktuell noch nicht so gut, es wird besser. Element Call ist ein guter, wirklich richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Und es kann natürlich sein, dass die sich dann irgendwann auch überlegen, ja, jetzt haben, also das ist ja wieder das Problem, jetzt kocht Hessen ihr eigenes Süppchen mit einem Matrix-Ding und der Bundesmessenger hat was Eigenes. Also kann man was tun, ja. Aktivismus, ich weiß es nicht. Ich gucke mir das nur von außen an und schlage die Hände über den Kopf zusammen. Aber ja, wäre schön. Hi, ich habe zwei Fragen, aber die erste ist sehr kurz. Okay. Bei dem TI-Messenger, ja. Sagtest du irgendwie Matrix für Marktmodell, gilt es dann nur für die Clients in dem Fall und die Server sind quasi zentral gemanagt? Nee, die Server heißen Fachdienst die Server werden auch von, also soweit ich das verstanden habe, muss ein TI-Messenger-Client-Anbieter auch einen Fachdienst anbieten und entsprechend Support dafür. Also es ist, ich weiß nicht, ob das inzwischen abgekoppelt ist. Ich habe da Leute drüber weinen hören. Ich glaube, also letzten Endes
ist es schon darauf ausgelegt, dass das komplette System dezentral und Marktmodell aufgebaut wird. Aber es gibt halt eben so total irre Bestimmungen, was dann so ein Home-Server alles machen muss, kann und so weiter. Und da halt auch wieder der Einwand mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn jetzt tatsächlich dann der Home-Server von der T-Systems oder so betrieben wird, oder irgend so einem Riesending, SAP, dann ist halt das Problem, dass eben diese Home-Server genau wieder diesen Angriff mit dem Device machen können und dann ist halt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kaputt. Also man vertraut da dann auch den Anbietern, dass sie das machen können. Und also da würde ich halt mir eigentlich wünschen, dass irgendwie jede Arztpraxis das selber hosten kann auf ihrem eigenen Kram. Aber da ist halt leider auch wahrscheinlich die Expertise nicht da. Und die zweite Frage? Oder? Und die zweite wäre, wie ist das bei diesen ganzen Element Forks, ob das jetzt BW Messenger ist oder Bundes? Ja. Holen die Updates da rein oder ist das dann irgendwie die Grütze von vor 4 Jahren? Also ich kann das nur über den Bundesmessenger sagen und da holen sie wohl schon die Updates rein. Ich habe jetzt letztens in dem Matrix-Raum wurde geschrieben, hey, eure Gradle-Config ist 4 Jahre alt. Wieso ist die nicht mehr abstream synchronisiert? Also es scheint wohl nicht so ganz so gut zu funktionieren. Die haben auch, wie gesagt, dadurch, dass das halt so Open Source ist mit ein Commit pro Feature, ist das halt auch wahrscheinlich extremst aufwendig zu maintainen, diese Git-History. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Dann irgendwie das, ich meine, die haben irgendeinen Workflow, der quasi aus diesem proprietären BW-Messenger ein Bundesmessenger-Repo ausspuckt. Also, aber es kommen wohl Upstream-Änderungen an und die contributen auch zurück, so ein bisschen, dass das schon in Sync bleibt. Ich denke, das wäre auch sonst zu aufwendig zu maintainen. Hallo, ich hätte 2 kleine Anfängerfragen. Was ist denn die digitale Identität in Matrix? Ist das meine Telefonnummer, Benutzername, @Servername? Benutzername, @Servername. Und kann man den auch so umziehen wie bei Mastodon? Nein, also es gibt ein Tool, was den Account was von deinem Account einen neuen Account in Räume einlädt. Aber da geht ja die Verschlüsselung kaputt. Also es ist nicht ideal. Matrix-Accounts umziehen, ich habe das selber, ich würde gerne auf eine andere Domain wechseln, ist wirklich schlecht bis nicht möglich aktuell. Um beide Fragen eigentlich aufzufassen, es gibt Proposals und wohl interne Bestrebungen bei Element oder bei der Matrix Foundation, je nachdem muss man jetzt gucken, um quasi das Identitätssystem umzubauen. Dann soll quasi ein Schlüsselpaar die tatsächliche Identität sein und diese Username oder @Username : Matrix Server Domain wird dann eher so ein Alias darauf. Das heißt, dann wird Umziehen auch deutlich einfacher. Und so wie ich mir das vorstelle, benutzen sie dann einfach den Fakt, dass die Server ja untereinander so föderieren können, dass einfach jeder Home-Server, der, wo deine Identität liegt, einfach an deinem Raum teilnimmt und dann funktioniert das genauso wie jetzt, nur dass man vielleicht mehrere Identitäten hat und einfach umziehen kann. Zukunftsmusik, es gibt auch, soweit ich weiß, keine einheitliche Proposal für dieses Projekt. Es gibt zu allen möglichen Proposals, aber nicht dazu. Das heißt, aktuell leider schwierig. Und wie ist es mit parallel mehrere Messenger laufen lassen? Das ist ja auch so kritisch mit Signal, der sinkt nicht die ganze History. Also die Element-Clients können das nicht. Das ist immer ganz super, weil Element-Mitarbeitende haben auch einen Element.io-Account und da benutzen sie dann meistens einen Fork, einfach von der Community maintained, um das parallel zu installieren. Man kann die Web-Instanz einfach in mehreren Browser-Tabs offen haben. Ich glaube, das ist leider aktuell die beste Möglichkeit. Es gibt Clients, die Multi-Accounting unterstützen, Fluffy Chat, wenn ich richtig liege. Aber das Protokoll ist auch nicht wirklich darauf ausgelegt, weil aktuell müssen sich dann beide Accounts parallel dauerhaft die Änderungen vom Server holen. Man kann das wahrscheinlich, die Push-Händler zu registrieren, ist wahrscheinlich noch das Einfachste, dass Push-Notifications für beide Accounts ankommen. Aber tatsächlich, dass der aktuelle State des Accounts angezeigt wird, ist relativ, ich sag mal, relativ heavy einfach am Client. Also das ist eine große API, die viel Bandbreite und halt auch CPU-Last und so weiter braucht. Und das da mehrere laufen zu haben, ist schwierig. Es gibt eine neue API, die zum Beispiel auch von dieser Rust-SDK implementiert wird für die neuen X-Clients, die ist unglaublich viel schneller, weil tatsächlich nicht die Anzahl der Räume, in der
der Account ist, ausschlaggebend ist, wie schnell ist das Ding, weil ich habe viele Räume und mein Client ist sehr langsam. Also die neuen Clients sind besser und da kann man sich dann, könnte ich mir auch vorstellen, dass dann Clients das besser implementieren können, aber aktuell auch schwierig. Die durchschnittliche deutsche Behörde ist ja jetzt normalerweise nicht dafür bekannt, dass sie besonders IT-affin ist. Ja, die dürfen auch noch einen Kubernetes-Cluster laufen haben. Das habe ich aber ganz vergessen. Wenn ich jetzt in einer deutschen Behörde wäre und ein Problem hätte, wo ich denken würde, dass Matrix vielleicht eine Lösung wäre. Ja. Ich habe aber keine IT irgendwo in der Nähe, die irgendwas in die Richtung leisten kann, aber ich kann Probleme lösen mit Geld rein, Matrix raus. Was wäre denn eine sinnvolle Herangehensweise? Es gibt, also Element bietet Matrix-Hosting an. Keine Werbung. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Aber im Zweifel Element fragen, weil das ist der Corporate-Teil davon. Die können Lösungen bauen. Die haben eigene Leute dafür. Und denen dann Geld hinzuwerfen, um Matrix aufzusetzen, ist natürlich für die digitale Souveränität, die wir so schön haben wollen, nicht wirklich ideal. Aber ich meine, vielleicht können die das auch on-prem aufsetzen, auf irgendeiner Kiste oder so. Also es gibt Möglichkeiten, einfach Geld drauf zu werfen. So, ich glaube, die Fragen sind beantwortet. Ach nee, hier vorne. In Anschluss an die letzte Frage, da könnte das BWI beispielsweise auch vielleicht ein guter Ansprechpartner sein, oder? Weil die machen die ganze Matrix für die anderen Bundesbehörden. Die machen aktuell das Hosting schon für die Bundeswehr auf deren Trusted-Server, weil ist ja Verschlusssache-Kram. Es kann auch sein, dass die irgendwann Hosting anbieten, aber aktuell ist das nur hier Container-Images und Helm-Charts. Also ich finde das wirklich, dass die irgendwie, also sie packagen Synapse, aber wollen dann, dass man genau deren Container benutzt auf genau einem Kubernetes-Cluster in genau dieser Konfiguration. Also wenn ich das aufsetzen müsste, ich würde keinen Kubernetes-Cluster dafür verwenden. Vor allen Dingen, wenn da nur 5 Leute drauf sind oder so. Aber BWI vielleicht auch. So, aber jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Das sieht so aus. Ja, dann bedanke ich mich einmal bei Network Exception und allen Zuhörern und Anwesenden. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit hier.